Er eroberte die Herzen der Wienerinnen und Wiener im Sturm. Der Tod von Gerald Pichowetz erfüllt mich mit großer Trauer, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Für die Kultur- und Theaterhauptstadt Wien ist das ein enormer Verlust. Und der Stadtchef weiter, der Wiener Ehrentitel, Publikumsliebling, hat auf wenige Kolleginnen und Kollegen so gut gepasst wie auf ihn. Seine ersten Erfolge feierte er im Theater in der Josefstadt und an der Volksoper. Später wurde er auch, wie man in Wien manchmal noch sagt, Theaterprinzipal. Er gründete und leitete das Theater Bühne 21 sowie das Gloria Theater in meinem Heimatbezirk Floridsdorf. Sicher. Daher ein Vorschlag. Ruf an, bevor es kommst. Ich glaube nicht, dass ich in Zukunft besonders auf Lust habe. Zu einem Popstar der Komödiantik brachte es Pichowetz als Fünfer in Ernst Hinterbergers legendärer ORF-Serie Kaisermühlenblues, eine Rolle, in welcher der vielseitige Komödiant und Menschendarsteller die Herzen der Wienerinnen und Wiener im Sturm eroberte, so der Bürgermeister. Und Ludwig weiter, vor 2 Jahren feierte Pichowetz nach einer Herz-OP sein Comeback mit der Komödie Sonny Boys. Jetzt starb der charismatische Schauspiel-Allrounder erst 59-jährig viel zu früh. Mein tiefstes Beileid gilt den Hinterbliebenen. Ob als künstlerischer Leiter des von ihm gegründeten Gloria Theater in Floridsdorf oder als Schauspieler auf unterschiedlichsten Bühnen, Gerald Pichowetz war ein fixer Bestandteil der Wiener Theaterlandschaft. Als Charakterschauspieler und mit seinem komödiantischen Talent, sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen, hat er sich in die Herzen der Wienerinnen und Wiener gespielt. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie, Freundinnen und Freunden, so die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler. TV 21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.